gerade Samstag, der 29. Juli. Ich fahre jetzt nach Rosslare runter. 14 Uhr nehme ich dort die Fähre, beziehungsweise das Schiff, wieder von der Finnlines nach Seebrügge. Dann bin ich dann am Sonntagabend, 22 Uhr, bin ich dann in Seebrügge. Dann geht es nach Deutschland. War unter anderem Ratingen, dann Essen und dann nach Frankfurt zum Flughafen. Also erstmal nach Rosslare. Wollen wir mal wieder auf die Schiffle fahren. Knapp 30 Stunden waren wir jetzt auf dem Schiff, ein bisschen verspätet, sind wir losgefahren und jetzt rückwärts raus, wie gehabt. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ah, da drüben stehen wir alle. Dann stelle ich mich da einfach mal dazu. Ne? Und jetzt ist es 2.30 Uhr. Fahren wir eben um 2.30 Uhr los, bin ich um 6.30 Uhr da ungefähr, wenn alles gut geht. So, jetzt bin ich gerade mal ein paar Minuten gefahren, 10 Minuten ungefähr, wollte hier schnell tanken, habe ich auch gemacht, ein paar Liter. Und was sehe ich? Ein flacher Reifen. Und der ist komplett leer. Fähre war eigentlich noch voll, habe ich kontrolliert. Toll. Jetzt warte ich auf den Service, weil ich habe keinen Ersatzrad. Schade. So, ein sogenanntes Update. Ein kleiner Nachtrag. Ich habe eben, es ist jetzt 6 Uhr und ich bin immer noch in Seebrügge. Man hat es eben bis 5.30 Uhr gedauert, bis einer kam mit einem Reifen und dann haben wir den jetzt schnell gewechselt. Tja, so kann es passieren. Es ist halt Montag, was wir mehr erwarten. So, hier sind wir am Kennedy-Tunnel. Der ist recht bekannt in Antwerpen. Und hier staut es halt immer ein bisschen, aber heute geht's. Bei herrlichstem Skiwetter sind wir in Uppsala, jetzt in den Niederlanden. Genau hier beginnt Deutschland. Warum? Und da steht auch schon die deutsche Polizei. Gut dort. Der Rhein. So, da sind wir also. Mit 3 Stunden Verspätung. Aber ich bin da. Mal rückwärts an die Rampe fahren, nicht so? Das war also schon die erste Abladestelle. Habe ich gerade mal, auch noch nicht mal 10 Minuten haben wir gebraucht. Deswegen habe den kaputten Reifen, den ich mit dem belgischen Reifenfritzen raufgewuchtet habe mit Samtfelge. Das ist richtig schwer, die Dinger noch gesichert, dass mir die jetzt beim nächsten Kunden nicht im Weg ist. Vor allem nicht auf einer Palette oben drauf liegt, sieht ja nicht gut aus. So, wir stehen im Stau und wer das nicht glaubt, kann das hier nochmal nachlesen. Stau. Ach so. So, jetzt sind wir in Essen, also nicht beim Essen, sondern in Essen, so heißt die Stadt Essen, so wie trinken. Hier links rein und dann sind wir auch schon da. Fahre ich wieder rückwärts ein bisschen, um hier rauszukommen. Das war auch wieder, ja, wann war das? 10, 15 Minuten maximal. Das ging richtig schnell, war auch nicht viele Paletten, aber trotzdem schön schnell. Da ist der nette Staplerfahrer.
Nochmal auf Wiedersehen sagen. Turbo Frankfurt, da fahren wir jetzt hin. Frankfurt, das sind irgendwie knapp 300 Kilometer oder 250, irgendwie sowas. Also knapp 3 Stunden zu fahren. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite vom Stau. Da kann man wenigstens ein bisschen Wasser gucken, ne? Hier ist irgend so ein Fluss. Die Ausfahrt nach Selters und hier rechts unten sieht man nicht viel, glaube ich, aber das ist halt Limburg. Ich fahre jetzt mal so einen kleinen Schleichweg zum Tor 31, da steht es schon. Schleiche mich von hinten an den Flughafen ran. So, und direkt hier geradeaus, wo diese große Mauer ist, genau dahinter ist der Flughafen. Da sind die ganzen Flugzeuge und alles. Und damit sind wir am Tor 31 von City Süd. So, jetzt habe ich abgeladen, das ging sehr schnell. Jetzt mache ich noch 15 Minuten zusätzlich Pause, dann kann ich tatsächlich zu meinen Eltern fahren. Und das Ganze mit diesem Blick hier. Was sehen wir denn da Schönes? Ein Fliegerzeug, ein großer Jumbo. Schön, ne? Feuerwehr hier geradeaus und hier rechts fährt gerade einer und die üben an diesem komischen Flugzeug, das was da drüben steht, da üben die immer, also ob man das sehen kann. Das ist hier die Feuerwehr, einer der vielen Feuerwachen, mehrere haben die gleich. Salzstreuer. Der große Salzstreuer steht in der Garage und das ist der kleine. Ach, den können wir wieder abdecken. Er sieht gleich noch. Ne? So, ja. So, auf Wiedersehen. Hallo, wir fahren in der Zeitkapsel. 62er Opel P2. So, das ist jetzt Biblis. Biblis ist berühmt und berüchtigt, weil hier ein Atomkraftwerk gleich um die Ecke steht. Aber hübsch, ne? Ob Mitte oder Atom. Hübsch ist es auf jeden Fall. So, jetzt bin ich hier angekommen. Ich habe die Seite schon aufgemacht. Jetzt kriege ich hier 22 Paletten geladen mit insgesamt 24 Tonnen Gewicht. Und dann bin ich auch fast mit 40 Tonnen ausgeladen. Wunderbar. Thank you.
diese Zollschnur am Befestigen, damit das alles schön dicht ist. Und damit die auch wissen, dass da keiner an die Ladung rankommt. Auch wegen der Flüchtlinge, dass da keine Flüchtlinge raufkrabbeln. Ich bin jetzt richtig schön durchgeschwitzt. Werde unterwegs noch mal kurz anhalten müssen, nach so ein, zwei Stunden, um das noch mal alles nachzuzurren, nachzuspannen. Und dann geht's nach Calais, zum Hafen von Calais. Und dann fahre ich nach England rüber. Da werden dann meistens ein, zwei Paletten abgeladen, da kriege ich dann neue Papiere und dann geht die Ladung weiter nach Irland. Oh, hier wird es auch noch mal ein bisschen eng. Na, das ist ja mal hier. Wow. Wow, das. Wow. Sau eng hier. Tatsächlich eine Palette angeditscht da hinten. Stehen da auch Paletten hier rum, ne? Tschüss. So. Draußen. Haben wir das auch geschafft. Wir fahren jetzt über den Rhein. Und zwar hier in Worms. Wir müssen ja in diesen schönen Turm durch, das ist doch schick, ne? Oh, und wir kommen wieder in die Weingegend. Wein, überall Wein. Ah, lecker. Wir fahren jetzt hier ein bisschen in die Berge rein. Und dann fahren wir auch gleich wieder an Baumanns vorbei. Hallo, Baumanns! Guck dann kurz, wenn ihr was gucken hört, das war Ecke. So, jetzt schleiche ich hier den Berg hoch mit 65 km/h. Das ist aber auch nicht so schlecht, ne? Dafür, dass ich 39 Tonnen drauf habe, ist schon ganz gut. Naja, 60. Geht gerade wieder runter, müssen wir da runter. Jetzt fahren wir wieder über die Moselbrücke. Hier rechts ist das Moseltal. Wie man sieht, schlängelt sich da die Mosel einmal rum, ist eine riesige Schlaufe. Also hier rechts von uns ist das Moseltal. Da unten sieht man das, wie dann sie so eine Schlaufe macht. Letztens, als ich hier lang gefahren bin, war ja überhaupt nichts zu sehen, weil alles neblig war. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da sieht man die Mosel so ein bisschen durch die Gitter durch, ne? Und ein deutsches Schild. Und dann geht das hier schon mit Belgien los. Man merkt das an der Straße oft. Das ist also alles Belgien. Da sind wieder die Ardennen, da sind wir schon mal durchgefahren, ne? So, jetzt sind wir hier in Brüssel, Sonne geht langsam unter und hier kann man nochmal lesen, dass wir wirklich in Brüssel sind. Jetzt kommen wir zum Check-in bei Irish Ferries. Da ich ja jetzt einen planen Auflieger habe und keine feste Box
muss ich nicht zu dieser Herzschlagkontrolle, sondern hier, das ist so eine Art Scanner. Hier wird man halt gescannt. Wir müssen zur Spur 299. So, jetzt in einer knappen Stunde, in 50 Minuten soll angeblich Abfahrt sein. Wir sind ja noch nicht mal da, nur sein wegen des Sturms. Schauen wir mal. Und da sieht man da so ein bisschen, da kommt unser Schiff. Und weil der Wind so heftig ist, drückt ihn jetzt einer von diesen kleinen Schleppern, drückt er ihn jetzt mit ran, weil er das alleine nicht schafft. Der Wind ist so stark, dass er ihn wegdrücken würde. Jetzt kommt gerade noch das Schiff von P&O hier rein. Drei Stunden hat das jetzt gedauert, die Fährfahrt, die sonst nur eine Stunde 15 dauert. Schick. Hier sieht man nochmal das richtig schöne Wetter, das wir haben. Man sieht fast nichts von den Cliffs. Regen, richtig schöne große Wellen. Herrlich. Wir kämpfen uns alle hier den Berg hoch. Vor uns ein typischer englischer Autotransport. In Deutschland maximal zwei Autos übereinander. Hier, weil es da eine andere Höhenregulierung gibt, eine Höhenbegrenzung, haben die drei Autos übereinander. Die Britannia-Brücke. So, und damit endet die Fahrt. Wir sind wieder zurück in Holyhead. Ich werde jetzt den Trailer hier bei Stena Line abstellen. Der geht dann mit der Fähre heute Abend rüber nach Irland.